Synthesizer, Sphärenklänge, Tongeneratoren. Nichts wird stärker mit Deutschland assoziiert als elektronische Musik. Was man heute in aller Welt als Krautrock bezeichnet, meint meist die elektronischen Gruppen. Elektronik gilt als typisch deutsch, obwohl Synthesizer zunächst vor allem in den USA und England gebaut werden. Aber hier sitzen die Tüftler und Bastler, die zum ersten Mal ausloten, was man mit den neuen Klangerzeugern überhaupt machen kann. Die gesamte Entwicklung der populären elektronischen Musik bis hin zum Techno wäre ohne die deutschen Pioniere jener Jahre gar nicht denkbar gewesen. Dabei ist Elektronik im eigenen Land ein eher umstrittenes Randphänomen. Natürlich gab es noch mehr Gruppen, als in dieser Folge zu sehen sind, aber es erwies sich schon als ziemlich schwierig, zu den stilprägenden Bands historisches Bildmaterial zu finden. Obwohl man mit einigem Recht fragen kann, was Elektronik überhaupt mit Rock zu tun hat, werden die Klangpioniere jener Jahre zu Recht als Deutschlands erster eigenständiger Beitrag zur internationalen Popmusik gefeiert. Wenn man so das erste Album von TD hört, wo wir da also Electronic Meditation gemacht haben, das ist für mich Punk. Ja, das ist absolut völlig wild um sich geschlagen. So kommt mir so ein bisschen vor, wie so die Avantgarde in der Klassik. Erstmal alles kaputt machen, aber nichts ganz lassen. Und auch nichts Schönes neu aufbauen. Ne? Also die Lächel darf auch nicht werden. Ne? Alles kaputt machen. Und fing ja der Punk Anfang der 80er Jahre auch an. Und ich glaube, das muss man einfach machen. Jetzt nicht, weil einem die Platte gefällt. Die gefällt, also ich glaube auch Edgar nicht. Also gefällt, du bist kämen davon. Aber es war unser Befreiungsversuch halt, ne? Um jetzt wegzumachen. Und aber wieder die verrückten Engländer oder Amis, die stehen natürlich wieder auf so einer Seite. Die sagen, das ist ja unmöglich, was die da gemacht haben. Ne? Finden wir genauso unmöglich, nur hat es uns nicht gefallen und denen gefällt es. Ne? Wir waren eigentlich Kunst. Wir haben also unsere ersten Konzerte auch innerhalb Deutschlands eigentlich immer nur in Verbindung mit Galerien, Vernissagen gehabt, mit Happenings gehabt. Teilweise auch haben wir also Stummfilme vertont. Und wir haben Naked Lunch zum Beispiel, da haben wir einfach live zugespielt. Und diese ganzen Underground-Sachen, da haben wir eigentlich nur vertont. Wir waren also in dem Sinne keine Musikband, die jetzt ohne diese ganze Kunstebene drumherum existiert hat. Nach der ersten LP verlässt Klaus Schulze auch Ashra Tempel und beginnt ab 1972 eine Solokarriere, die ihm zunächst vor allem im Ausland Anerkennung einträgt. Inzwischen gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der deutschen Elektronikszene. Da haben wir einfach aus dem Nichts so oder so versucht, eigentlich eine Musik zu machen, die wir eigentlich immer hören wollten,
die aber keiner gemacht hat. Ne? Das war also auch ein Selbstzweck. Ne? Wir haben eigentlich auch, letztendlich glaube ich auch, macht kein Künstler für andere Leute was. Der macht immer so für sich selbst was. Ne? Du siehst ein Schlagzeug und schon ist eigentlich so, das ins Nichts gehen weg, weil du siehst ein Schlagzeug oder du siehst ein Klavier, auch wenn du da innen drin am Draht rumschraubst oder den zersägst oder sonst was, die Tradition steht vor dir. Und da kam eben genau in der Zeit der Synthesizer auf, der überhaupt auch keine Tradition hatten, genau wie unsere Musik eigentlich auch. Und ich glaube, dieses Zusammentreffen hat, glaube ich, verursacht, dass so heutzutage auch die elektronische Musik irgendwie mit Deutsch, wenn jemand an Deutschland denkt, denkt er eigentlich nicht an Scorpions, die vielleicht viel bekannter sind. Die denken eigentlich, Deutschland, elektronische Musik, Kraftwerk, Schulze, TD.